Tu veux chaussures? Ayiva verkauft Schuhe für den Marsch durch die Wüste. Eine clevere Geschäftsidee. In seiner Heimat Burkina Faso haben ihm seine Talente nichts genutzt. Nun riskiert er alles, um nach Europa zu kommen. Egal wohin. Hauptsache Arbeit, um seine Tochter versorgen zu können. Der Weg führt durch die Sahara. Eine gefährliche Route. Banden plündern das wenige Hab und Gut. Nicht alle überleben. Auch nicht die Fahrt übers Mittelmeer. Der Film zeigt sie als hypnotischen Albtraum mit visueller Kraft, zwischen Schrecken und unzerstörbarer Hoffnung. Mediterranea, ein Spielfilm, der wie ein Dokumentarfilm wirkt. Es ist seine Geschichte. Er spielt sich selbst. Kudus Seon hat die Flucht nach Europa vor 6 Jahren nur knapp überlebt. Viele hatten mir abgeraten von der Reise. Aber ich habe gesagt, es ist mir egal, wenn ich ertrinke. Ich habe nichts zu verlieren. In meinem Land gibt es keine Zukunft. Es gibt nichts, um sich ein Leben aufzubauen. Ayiva kommt in der süditalienischen Stadt Rosarno unter, im Film zusammen mit seinem Freund Abbas. Doch ihr neues Leben passt nicht zu den schönen Europabildern, die sie auf Facebook gesehen haben. Sie hausen unter erbärmlichen Umständen, ohne Strom und Toiletten, in überfüllten Einwanderer-Slums. Und wenn sie mal einen Aushilfsjob finden, ist es für einen Hungerlohn. Während sein Freund Abbas resigniert, versucht Ayiva mit Ausdauer und viel Optimismus, das Beste aus seiner Lage zu machen. Viel Schatten und etwas Licht. Buonasera. Mama Afrika nennen sie die Senora, die gelegentlich zum Essen einlädt. Auch sie spielt sich selbst, wie viele der Laiendarsteller im Film. Sie sind alle noch dort, in Rosarno, alle aus dem Film. Nichts hat sich verändert, wir sind nur umgezogen. Jugendliche haben unsere Unterkunft niedergebrannt. Aber wir haben danach ein anderes Ghetto aufgebaut. Es ist alles noch da. Immer wieder kommt es zu Anfeindungen durch die Einheimischen. Und nachdem 2 Afrikaner durch Schüsse verletzt werden, gehen die aufgebrachten Immigranten auf die Straße. Aus ihrem Protest gegen Bedrohung und Ausbeutung wird bald eine blutige Straßenschlacht. Szenen, die den damaligen Unruhen von 2010 nachempfunden sind. Im Süden des Landes, in der kalabrischen Stadt Rosarno, ist die Situation eskaliert. Hunderte von Flüchtlingen und Bewohnern lieferten sich Straßenkämpfe. Es gab zahlreiche Verletzte. Und plötzlich schaute die Welt auf Rosarno. Wir drehten damals einen Kurzfilm über die Unruhen 2010. Und dafür kam ich zum ersten Mal nach Rosarno. Und dort habe ich Kudus gefunden. Er stand in der ersten Reihe mit mehr als 500 Protestierenden. Und ich wusste sofort, er hat die Power und das Charisma für einen Spielfilm. Auf Festivals in Cannes oder wie hier beim Filmfest München werden sie gefeiert. Der italo-amerikanische Regisseur für sein Spielfilmdebüt. Und sein Star, der Flüchtling, der nun auf eine Zukunft als Schauspieler hofft. Ich bin meinen Träumen ein ganzes Stück näher gekommen. Was ich machen wollte und wer ich sein wollte im Leben. Aber das Wichtigste ist, dass ich endlich Papiere habe. Wenn du keine Papiere hast, bist du weniger wert als ein streunender Hund. Mediterranea ist ein intensiver, ein starker Film. Konsequent aus der Perspektive der Immigranten erzählt. Hallo, Sena. Ein unmittelbarer Einblick in Ängste und Heimweh, Hoffnungen und Träume. Mediterranea gibt Tausenden von Flüchtlingsgeschichten ein Gesicht.